herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Passcom TV. Ich bin der Matthias. Und ich bin der Dennis. Und in der heutigen Episode begrüße ich unseren Gast von der Firma Stender von Baudich, Xenius Marodus. Hallo. Hallo. Unser heutiges Thema sind Video-Tür-Kommunikationslösungen auf IP-Basis. Aber bevor wir mit dem eigentlichen Thema beginnen, was trinken wir heute, Matthias? Ich habe uns ein Aldersbacher Bier mitgebracht. Das ist ein ganz ein tolles Bier. Aldersbach ist bekannt vor allem für seine Braustüberl. Also wer da noch nicht war, sollte das Aldersbacher Braustüberl besuchen. Okay. Immer eine Reise wert. Prost. Prost. In diesem Sinne. Zum Wohl. Ja. Xenius, stell uns doch mal bitte kurz die Firma Stender von Baudich vor. Wir sind der Spezialist für Videotürkommunikation auf IP-Basis, sitzen im Großraum Stuttgart mit aktuell 57 Leuten und haben die komplette Entwicklung als auch Produktion, Fertigung bei uns im Haus. Wir haben ja hier eine Türsprecheinrichtung von euch, aber was genau hast du uns da mitgebracht? Ich habe euch unser Modularsystem mitgebracht. Wie man sieht, vorne haben wir V4A-Frontplatten aus Edelstahl, 3 mm, also sehr robust. Ganz oben sieht man die Kamera. Das Besondere an dieser Kamera ist die Infrarotbeleuchtung im nicht sichtbaren Bereich, also man blendet auch den Besucher nicht. Mhm. Die haben wir speziell für Türkommunikation entwickelt, das heißt, sie hat auch ein Objektiv, das sehr lichtstark ist. Das zweite Modul, was man sieht, da in der Mitte, ist das Sprechmodul, das SIP-Türmodul, wie wir es nennen. Da haben wir Lautsprecher und Mikrofon drin. Und als drittes haben wir das Tastenmodul, in dem Fall eine Taste mit mehrfarbiger Status-LED. Abschließend ist noch zu sagen, dass man die Sprechstelle komplett über ein Netzwerkkabel versorgt, über PoE. Das klingt ja sehr umfangreich. Und wie kann das Ganze jetzt in die Mobitik integriert werden? Das ist Gott sei Dank sehr einfach, weil wir haben hier keine analoge Türsprechstelle wie üblicherweise, sondern wir haben das Ganze mit SIP. Das heißt, wir können das wie jede SIP-Nebenstelle, wie ein Snom-Telefon, Aster-Telefon, irgendein Softphone, in die Mobitik integrieren. Das geht out of the box. Ich habe hier die Endgeräteliste, lade mir die her und muss hier einfach nur ein SIP-Softphone hinzufügen. Ich habe das jetzt genannt Türklinge. Surfe dann auf die IP-Adresse von der Türsprecheinrichtung und buche die hier einfach in die Mobitik ein. Okay. Damit hat jetzt die Nebenstelle 100. Ich drücke den Knopf, der ruft mein Telefon an, was auch immer ich als Ziel eingebe. Mhm. Und damit ist die Kommunikation perfekt. Gut. Das ist aber nur die halbe Miete, weil wir haben hier oben ja noch ein Kameramodul. Also sprechen geht schon. Was mache ich aber mit der Kamera? Die Kamera kann ich so integrieren, am Snom-Telefon habe ich hier ein großes Display, da kann ich die Kamera einblenden. Wie mache ich das? Dazu gehe ich auf das Snom-Telefon, habe hier die Funktionstasten und lege mir einfach hier eine Action-URL auf dem Snom-Telefon an und deute damit quasi auf die Kamera. Kann ich also jetzt auf den Knopf drücken, dann erscheint das Bild in der Kamera. Jetzt wäre es aber relativ umständlich, jemand klingelt, das Telefon läutet, ich hebe ab und dann muss ich den Knopf drücken. Das kann man noch verbessern. Ich habe hier einen Telefonbucheintrag. Das heißt, wenn meine Tür anruft, weiß die, dass sie die Action-URL absenden muss. Mhm. Und dadurch sendet die Action-URL und ich sehe in meinem Display sofort, wenn es läutet, wer da draußen steht, kann dann öffnen oder nicht. Mhm. Klingt einfach. Ist es auch. So, Matthias, jetzt ist das Ganze ja eingerichtet. Dann würde ich mal sagen, lass mal klingeln. Wenn ich hier drücke, wird man gleich sehen, dass es abrupt geht, weil es IP-Technik ist. Also nicht erst Freizeichen und irgendwelche Dinge, sondern ich drücke hier und habe jetzt wirklich sofort den Call am Telefon. Ich sehe auch sofort das Bild. Hier kann man unser Studio bewundern und kann mir den dann, wenn ich den eben reinlassen möchte, diesen Dennis, der hier im Display ist, dann eben mit ihm sprechen über die Türsprecheinrichtung und dann per Tastendruck die Tür öffnen. Okay. Xenius, was für weitere Produkte habt ihr denn noch bei euch? Wir haben eine Menge verschiedener Versionen unserer Türsprechlösung auf IP-Basis, aber ich habe euch mal unsere Touch-Lösung mitgebracht. Und zwar ist das ein Touch-Display, anders als bei dieser modularen Version, wo wir eine Ruftaste haben oder eine volle Wahltastatur, haben wir hier die Möglichkeit, den Ruf über ein Touch-Display auszulösen. Damit habe ich die Möglichkeit, halt viele Ziele in einem Objekt direkt zu erreichen. Mhm. Und ich kann diese Oberfläche frei gestalten. Wir haben hier unsere Sparkasse Musterstadt und kann hier zum Beispiel nach wichtige Stellen im Werk ein Telefonbuch bilden oder nach Aufgabengebiet oder nach Direktwahl-Buttons, wo ich sage, ich will jetzt die Information anrufen. Und wenn ich das dann tue, baut er genauso über SIP direkt diese Verbindung auf. Wir haben hier auch eine Kamera drin, man sieht dann sofort wieder, wer vor der Tür steht und kann dann auch die Tür öffnen über integrierte Relais. Ja.
Hauptsächlich wird diese Lösung an großen Objekten eingesetzt, also Bürogebäude. Mhm. Man kann jetzt auch Mieter, die Logos von Mietern einblenden, solche Sachen. Mhm. Also wenn ich mehrere Parteien in einem Gebäude habe, genau, zum Beispiel. Genau. Gibt es in verschiedenen Varianten, gibt es mit einer 6,4 Zoll Lösung oder eine 10 Zoll Lösung, auch für Bereiche, die eine höhere Sonneneinstrahlung hat, damit man so ein Display immer noch lesen kann, mit sehr hohen Lichtstärke das Display. Mhm. Also wir sind da sehr flexibel, gerade bei so einer Lösung, können wir ganz individuell Lösungen schaffen, bis hin, dass wir vorhandene Zutrittskontrollsysteme integrieren oder so eine Variante in Glas einlassen. Haben wir auch schon gemacht. Okay. Tolle Sache. Sie habt ja schon sehr aufwendige Türsprecheinrichtungen, aber was können wir so in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr erwarten von euch? Eine gute Frage. Wir sind gerade mit unserem neuen Edelstahl-Säulenprogramm gestartet. Das ist aus einem Projekt heraus entstanden. Das ist ein Landtag, den wir damit ausgestattet haben. Sure. Und das wird sich im nächsten Jahr noch stark weiterentwickeln. Wir haben schöne Projekte jetzt damit. Und anhand der Projekte entwickeln wir immer unsere Produkte weiter. Mhm. Und da wird einiges nach und nach auf unserer Internetseite auftauchen an Sondervarianten und Standardvarianten. Das ist das eine Thema. Dann ist im nächsten Jahr noch einiges im Bereich Mobility zu erwarten. Da geht es um Apps, Android- und iPhone-Bereich, spezielle Applikationen für Türkommunikation, Integration in Gebäudemanagementsysteme, Gebäudeautomation ist ein ganz großer Trend. Das ist ein Thema, aber auch die Weiterentwicklung unserer Produkte, aber da will ich noch nicht so viel verraten. Okay, danke. Unsere heutige Episode ist leider schon wieder zu Ende. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Wünsche und Anregungen habt, hinterlasst uns einen Kommentar im YouTube-Kanal. Xenos, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Hat uns echt gefreut. Es war mir ein Fest. Und zum Abschluss, Prost. Bis zum nächsten Mal.